Hallo meine Lieben, Herbstzeit ist Bastelzeit. Heute möchte ich mit euch diese lustige Raupe basteln. Aber zuvor gehen wir hinaus in die Natur, um Kastanien zu sammeln. Das macht jede Menge Spaß. Wenn wir genug zusammen haben, können wir mit dem Basteln beginnen. Wir brauchen dann noch ein paar Zahnstocher. Dann suchen wir uns eine schöne große Kastanie aus. Vorne das Weiße wird einmal das Gesicht der Raupe. Dann nehmen wir einen Zahnstocher und brechen ihn in der Mitte durch. Dann brauchen wir eine Rouladennadel, um die Löcher in den Kastanien vorzubohren. Das lasst bitte eure Eltern machen. Wir bohren ein Loch in die Kastanie genau gegenüber des Gesichts der Raupe und stecken einen halben Zahnstocher hinein. Dann nehmen wir eine weitere Kastanie und bohren dort auch wieder ein Loch hinein, sodass der Zahnstocher hineinpasst. So kann man immer weiter verfahren, so lang wie die Raupe sein sollte. Meine Raupe hat nun die passende Länge erreicht. Nun kommen die Fühler, die auch wieder vorgebohrt werden und die halben Zahnstocher hineingesteckt. Jetzt bekommt die Raupe noch ihr Gesicht. Und damit ist sie schon fertig. Sie ist doch ganz lustig geworden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und draußen in der Natur beim Sammeln. Bis bald, eure Jule.